Guten Abend, liebe Teilnehmer. Für das erste Seminar Literatur Spiegel. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ich sehe im Chat, wer da alles schon aktiv ist. Ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr heute euch Zeit nehmt für zwei sehr, sehr große Literaten, die ich miteinander verbinden möchte. Und ich glaube, diese Verbindung, die ist sowas von beeindruckend für euch im Laufe der Zeit in dieser Stunde. Und das wird noch viel, viel Gedanken hinterher geben. Denn Verbindungen schaffen ist das Geheimnis unserer Fähigkeit, Dinge in tieferer Weise zu verstehen. Jetzt habt ihr mit mir heute eine Verbindung geschaffen. Ich sehe hier einige von euch, kenne ich schon. Andere sind ganz neu dabei. Und für die ganz neu dabei Eingetroffenen möchte ich gerne zeigen, wo wir sind. Wir sind hier in Niederwil. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier präsentieren kann. Mal schauen. Präsentation starten. Nee, geht im Moment nicht. Okay. Kleinen Moment Geduld, ihr Lieben. Ich werde das dann schon noch hinkriegen. Aber ich fange vielleicht jetzt erstmal an mit einem Text. Ich möchte euch etwas über Dichtung erzählen. Und zwar beginne ich mit dem Text von dem großen heiligen Sandarshan Singh Ji Maharaj. Er sagte: Dichtung entspringt in jeder Sprache reinen Gedanken und intensiven Gefühlen. Sie entsteht, wenn der Geist tief bewegt ist. Literatur heißt in Urdu und Persisch Adab und bedeutet Achtung vor anderen. Das entsprechende Wort in Hindi und Sanskrit Sahitya beinhaltet in etwa das, was gesprochen oder geschrieben wird, zum Wohl der anderen. Dem deutschen Wort Literatur und seinem jeweiligen Äquivalent in den europäischen Sprachen liegt vielleicht eine ähnliche Bedeutung zugrunde. Literatur in ihrer erhabensten und erhebendsten Form begegnet uns als Dichtkunst oder Prosadichtung. Und sind die Verse der Veden, der Upanishaden und der Bhagavad Gita überliefert, die Psalmen der Bibel, die Sutren des Heiligen Koran und die geistlichen Lieder des Adi Granth. Poesie und Musik voneinander zu trennen. Meisterschaft in einer der fünf Künste, sei es Musik, Dichtung, Malerei, Bildhauerei. Entschuldige, das kann ich nicht. Du Oder verwendest nicht Tanz iTunes. ist ein göttliches Geschenk. Die schönen Künste scheinen wirklich ein Kind derselben Intuition zu sein, die die Sprache inspiriert und zum Gebet führt. Unter den fünf Künsten gilt die Musik als die reinste Kunst. Die Dichtung folgt gleich danach. Tatsächlich enthält die Dichtung zwei essentielle Elemente der Musik. Es sind Melodie und Rhythmus. Dichtung ist eine göttliche Gabe. Sie ist das Lied der Seele. Ich habe versucht, diesen Gedanken in den folgenden Zeilen auszudrücken. Er ist in jedem Instrument verborgen, in jedem Lied, in jeder Melodie. Die ganze Schöpfung spiegelt seinen Glanz. Jede funkelnde Welle, jeder feurige Stern verdankt ihm seinen strahlenden Glanz. Weiter sagt Sandarshan Singh Ji Maharaj: Es ist nicht meine Absicht zu behaupten, dass große Dichtung nur von Heiligen und Mystikern geschrieben wurde. In jenen ekstatischen Augenblicken intensiver Konzentration, in denen man mit den tiefsten Schichten seiner Seele verbunden ist, steigen die Verse von selbst auf. Dichtung an sich ergreift einen.
Der große Urdu-Dichter Mirza Ghalib sagt, solche Gedanken kommen aus dem Unbekannten. Das Kratzen meiner Feder ist in Wahrheit göttliche Musik. Die Annahme dichterischer Inspiration komme aus einer verborgenen Quelle ist nicht bloß Einbildung. Wenn das Gemüt des Dichters wirklich transparent und ruhig wird, zerreißt der Schleier der Dualität. Er betritt die Welt der poetischen Gedanken und Ausdrücke und ist in vollkommenem Einklang mit diesen. Der Geist des Dichters wird durch seine Umgebung und seine Erfahrung geschärft. In seinem Herzen weiß er um die Freuden und Sorgen des Lebens, um seine Erfolge und Niederlagen. Kommt der kreative Augenblick, sind äußere Einflüsse und persönliche Erfahrungen unentwirrbar miteinander verwoben und die Verse tauchen auf wie Offenbarungen. Seine Dichtung kann uns dann die Kristallisation dessen vermitteln, was in seinem Leben am intensivsten und tiefsten empfunden wird. Meine eigene Dichtung ist der Ausbruch solcher Augenblicke der Inspiration. Ich dichte tatsächlich nur, wenn ich in einem Zustand poetischen Hochgefühls bin. Ja, das ist eine wunderschöne Einführung über die Dichtung an sich von einem ganz großen Lehrer der Dichtkunst gesagt. Und ich denke, es war ein sehr guter Einstieg, zumindest, dass man mal erkennt, Dichtung hat etwas mit sehr viel Inspiration zu tun. Es hat aber auch sehr, sehr viel mit dem zu tun, was Imagination ist. Und was wir dann daraus machen, das sehen wir dann anhand dessen, was wir lesen. Jetzt gehe ich mal mit euch die Präsentation gerne durch. Ich möchte mal gerne hören, seht ihr diese Präsentation jetzt? Ich muss immer noch ein bisschen üben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich sehe jetzt hier. Gut. Also. Ich habe jetzt noch einen anderen Dichter für euch. Das ist ein Dichter, der heißt Friedrich von Harrenberg und der ist bekannt als Novalis. Novalis war ein Mensch, der im Westen geboren wurde und seine große Zeit hatte um 1800 herum. Er ist in einer Familie geboren, wo man davon ausgeht, in einer Adelsfamilie, dass wenn Söhne etwas werden sollen, dass sie unbedingt studieren. Und zwar möglichst alle wichtigen Fächer. Mathematik, Astronomie, Astrologie, alles, was man sich vorstellen kann über Physik, über Chemie. Das waren dann oft ganz universell gebildete Leute, die sich miteinander trafen. Friedrich von Hardenberg wurde geboren in einer Zeit, wo sehr viele Sterne am Himmel erschienen. Zum Beispiel Schlegel, Goethe, Schiller. Ja, er war sogar ein sehr intensiver Freund von Schiller. Und Schiller, der sehr krank wurde, wurde sogar von seinen Freunden, auch Novalis, gepflegt. Friedrich von Hardenberg ist sein eigentlicher Name. Und er war durch den Vater im Bergbau sogar tätig und studierte auch die Salinenwirtschaft, also die Wirtschaft des Bergbaus, um Salinsalze abzubauen. Und er war also ein sehr irdischer Mensch, der in einer Form von geistiger, hoher Kraft, wie das eben geschildert worden ist, ein Bewunderer der Natur. Man muss sagen, die Romantik, in der er geboren wurde, war die Zeit, wo man Natur beobachtete, sie analysierte, sie studierte und durch diese Bewunderung der Natur entstand bei großen Geistern dann die Poesie. Sie war sozusagen eine Ausduftung der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Natur.
Und das ist interessant, weil wir kennen heute Novalis als so ein bisschen verträumten Dichter, der in irgendeinen kosmischen Vorgang vertieft ist. Aber im Grunde genommen war das ein ganz kluger Bergbauer. So, und da möchte ich euch jetzt gerne etwas vorlesen von einem wunderschönen Buch, was ich so sehr gerne empfehle. Das Buch heißt von ihm Heinrich von Ofterdingen und hat einen Ausschnitt, den ich gerne jetzt euch vorlesen möchte, damit ihr diesen Geist dieses Wesens versteht. Dieses geistige Potenzial des Dichtens und Schreibens. Ich nehme jetzt einfach Seite 70, diesen Vorgang, wo er etwas beschreibt, was euch gleich beeindrucken wird. Sein einsames Geschäft sondert ihn vom Tage und dem Umgang mit Menschen einen großen Teil seines Lebens ab. Er gewöhnt sich nicht zu einer stumpfen Gleichgültigkeit gegen diese überirdischen, tiefsinnigen Dinge und behält die kindliche Stimmung, in der ihm alles mit seinem eigentümlichsten Geiste und in seiner ursprünglich bunten Wunderbarkeit erscheint. Die Natur will nicht der ausschließliche Besitz eines Einzigen sein. Als Eigentum verwandelt sie sich in ein böses Gift, was die Ruhe verscheucht und die verderbliche Lust, alles in diesen Kreis des Besitzers zu ziehen, mit einem Gefolge von unendlichen Sorgen und wilden Leidenschaften herbeilockt. So untergräbt sie heimlich den Grund des Eigentümers und begräbt ihn bald in den einbrechenden Abgrund, um aus Hand in Hand zu gehen und so ihre Neigung, allen anzugehören, allmählich zu befriedigen. Wie ruhig arbeitet dagegen der arme, genügsame Bergmann, in seinen tiefen Einöden entfernt von dem unruhigen Tumult des Tages und einzig von Wissbegier und Liebe zur Eintracht beseelt. Er gedenkt in seiner Einsamkeit mit innigem Herzen seiner Genossen und seiner Familie und fühlt immer erneut die gegenseitige Unentbehrlichkeit und Blutsverwandtschaft des Menschen. Sein Beruf lehrt ihn unermüdlich Geduld und lässt sich nicht zu, dass sich seine Aufmerksamkeit in unnütze Gedanken zerstreue. Er hat mit einer wunderlichen, harten und unbiegsamen Macht zu tun, die nur durch hartnäckigen Fleiß und beständige Wachsamkeit zu überwinden ist. Aber welches köstliche Gewächs blüht ihm auch in diesen schauerlichen Tiefen? Das wahrhafte Vertrauen in seinem himmlischen Vater, dessen Hand und Vorsorge ihm alle Tage in unverkennbaren Zeichen sichtbar wird. Wie unzählige Male habe ich nicht vor Ort gesessen und bei dem Schein meiner Lampe das schlichte Kruzifix mit der innigsten Andacht betrachtet. Da habe ich erst den heiligen Sinn dieses rätselhaften Bildnisses recht gefasst und den edelsten Gang meines Herzens erschürft, der mir eine ewige Ausbeute gewährt hat. Hier erzählt er von dem Bergmann. Ein bisschen Verbindung war das zu seinem Lehrherrn an der Universität, der auch ein Bergmann war, sehr gut ausbilden konnte und ihn auch ausbildete, denn sein Vater hatte ja diese Saline und er wollte das weiterführen. So schildert er also einen Menschen, der außerhalb von dem Getriebe der Welt im Berg arbeitet und mit diesen ganzen blumigen Worten eine Imagination beim Leser erschafft, die aber auch erkennen lässt, wie tief diese Erfahrung, ihn zu schildern, eigentlich in seinem Geiste sich aufblühen kann. Das ist schon eine Großartigkeit, ein junger Mann. Novalis war sehr jung, als er das geschrieben hat. Novalis selbst ist nur 28,5 ungefähr Jahre geworden. In so einem jungen Alter diese Geschichte zu schreiben, mit der er auch relativ heute noch sehr berühmt ist, über diesen Bergmann. Und da könnte man jetzt auch ein bisschen noch weiter hören, denn das ist nämlich ganz schön zu sehen, wie er da weiterfährt. Der alte, also dieser alte Bergmann,
fuhr nach einer Weile fort und sagte, wahrhaftig, das muss ein göttlicher Mann gewesen sein, der den Menschen zuerst die edle Kunst des Bergbaus gelehrt und in dem Schoße der Felsen dieses ernste Sinnbild des menschlichen Lebens verborgen hat. Hier ist der Gang mächtig und gebrech, aber arm. Dort drückt ihn der Felsen in eine armselige, unbedeutende Kluft zusammen und gerade hier brechen die edelsten Geschicke ein. Das war also aus dem Buch Heinrich von Ofterdingen. Und da geht es immer so weiter mit kleinen Geschichten, mit kleinen Märchen, mit sehr viel Imaginationen und sehr viel wunderbaren Bildern. Novalis war ein junger Mann, der sich in einer sehr schönen universitären Bruderschaft befunden hat, wie ich eben schon sagte, mit großen Leuten zusammen war und sich geistig sehr früh austauschen konnte. In seinen Gedichten merkt man, dass er durch das Leid, was er erfahren hatte, er verlor nämlich seine Geliebte, er lernte eine Frau kennen, eine junge Frau, Sophia. Und diese junge Frau war gerade 12,5, man hatte damals nicht so viel Zeit. Und er verliebte sich in diese Frau und er war von ihr vollständig absorbiert. Nicht nur, dass man als junger Mensch diese irdische Erfahrung hat, wohlhabend zu werden, gelehrt zu werden, ein Partner zu sein als Mann von einer Frau, das alles ist sehr irdisch. Und besetzt den Menschen natürlich vom Gemüt her sehr, sehr stark. Da kann man sich auch drin verlieren und er hat sich da auch sehr, sehr stark wiedergefunden in dieser Liebe. Und die hat ihn aber auch gleichzeitig dann extrem inspiriert. Diese junge Frau wurde allerdings sehr, sehr krank. Novalis selbst war in einem Haushalt groß geworden, wo viele Geschwister waren und viele von ihnen starben. Es war eine Zeit, wo die Leute, vor allen Dingen die Kinder, früh starben und einfach nicht fähig waren, erwachsen zu werden. Und so geschah es ihm, dass er von Anfang an wusste, wie es ist, dass das Leben kurz ist, dass das Leben sehr schnell vorbei sein kann und dass das Leben intensiv von den Gefühlen her, von unten bis nach oben gelebt werden sollte, aber dabei eben auch die Seele berühren sollte. Ganz anders ist es mit dem anderen Dichter, den ich vorhin vorgestellt habe, Sant Darshan Singh Ji Maharaj. Dieser Mensch wurde im Osten in Indien geboren und seine Familie war von Anfang an hochspirituell. Sein Vater war einer der größten Literaten, Religionswissenschaftler und vergleichender Wissenschaftler über die Religion. Hat sehr, sehr viele extrem wundersame Bücher geschrieben über diese Themen. Und er lernte von Anfang an nicht, das Wichtigste ist der Verstand, nicht das Wichtigste ist die äußere Welt, sondern das Allerwichtigste ist die Liebe. Die Liebe, die aber im Inneren zu finden ist und dann nach außen herausgetreten wird durch die Herzlichkeit und die Fähigkeit, sich ethisch zu kultivieren und sich spirituell aufzumachen, in anderen Welten zu Hause zu sein. Also Novalis, dieser Name Neues Land, das hat er sich angesetzt für seine dichterische Fähigkeit. Heinrich von Hardenberg war sein Name, wie er in der weltlichen Lebenskraft stand. Novalis hat durch diese Beziehung mit seiner jungen Freundin, die er dann heiraten wollte, und die dann eben leider tragischerweise an Abszessen starb. Man weiß nicht genau, was das genau für eine Krankheit war. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sich überlegen, wenn man leidenschaftlich mit 12,5 Jahren geliebt wird und noch zart beseitet ist und einen Mann hat, der schon anderweitig ziemlich viel Erfahrung gesammelt hat, auch physisch, da muss man sich fragen, inwieweit das nicht die normalen Zyklen überfordert, die ein Mensch hat, ne? Die ersten 7 Jahre, wir wissen, was das bedeutet, dann sind die intellektuellen Fähigkeiten an der Entwicklung, aber vorher nicht. Dann die nächsten 7 Jahre, 14, dann erst kommen die Entwicklung zur Frau hin. Die können nicht einfach vorher erzwungen werden. Und das hat immer für den Gesundheitsaspekt natürlich Auswirkungen.
Aber wenn wir schicksalshaft sehen, ist diese junge Frau dann gestorben und hat ihn dazu gebracht zu spüren, ich möchte auch ihr folgen. Ich möchte ihr folgen, ich möchte in diesem Schmerz mich sozusagen verlieren, um ihr dann über den Tod hinaus zu folgen. Und das hat er praktiziert. Er ist ans Grab gegangen und der Schmerz wurde dann zu einer ekstatischen Freude, weil er sie in diesem Schmerz gefühlt hat und aus dieser Sache, aus dieser unglaublichen Transformation von Trennungsschmerz und doch diesem Gefühl von, sie ist irgendwo, wo ich ihr folgen kann, ist dann eine unwahrscheinliche, ich möchte mal sagen, explosive Dichtkunst herausgekommen, die aus einer anderen Dimension natürlich kam. Wir haben das Gedicht Die Hymnen der Nacht, da wird das Ganze beschrieben. Wir haben ein wunderschönes Gedicht darüber, die Hymnen der Nacht würde ich gerne vorlesen, aber es ist eben dieses, was da rauskommt, ist einfach dieser Schmerz der Verlustigkeit von Adam und Eva, die sich trennen müssen. Da gibt es aber einen ganz anderen Schmerz, den ich auf der anderen Seite jetzt sehe. Der andere Schmerz ist der Schmerz, von Gott getrennt zu sein, den ich hier in St. Darshan Singh widerspiegeln möchte. St. Darshan Singh war ein kosmischer Meister. Ein Meister, der durch seine Liebe zu seinen Meistern, die er im Innern begleiten konnte, bis in die höchsten Ebenen, zu einem Lehrer wurde. Und beide sind wie Brückenpfeiler. Novalis als der, der erkannt hat, dass der Schmerz der Leidenden, der Liebenden, der Getrennten, der durch das irdische Leben Herausgeforderten, ein Schmerz ist, der durch Transzendenz über den Tod hinaus dann in eine unglaubliche Explosion führen kann, die dazu führt, dass man weiß, dass Liebe uns alle verbindet und dass nicht der Tod uns trennen kann. St. Darshan Singh hat auch diesen Schmerz erlebt. Besonders schildert er das, wie sein Meister ging und wie er übertragen wurde, sein Werk weiterzugeben. Das hat er ganz genau geschildert in einem Buch. Ich habe das Buch auch angeführt auf einer Literaturliste. Also ihr müsst euch bitte keine Angst machen, ihr bekommt alle so eine Literaturliste, wo ich diese Bücher dann auch angeben kann, wo ihr dann vielleicht Interesse habt, das nachzulesen. Der Meister St. Darshan Singh war also ein kosmischer Poet. Und beide verbindet die Liebe. Und Meister Darshan hat eben gesagt, die Liebe kennt nur einen einzigen Weg, den müssen wir erfahren über unsere Kraft. So, jetzt habe ich mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache, eine Frage an euch. Ihr hört mich alle, sehe ich gerade? Ja, vielleicht kann der eine oder andere schon mal etwas sagen über das Ganze, was ich jetzt hier eben gebracht habe. Weil ich möchte euch ein bisschen mit einbeziehen, dass wir hier das Ganze interaktiv machen. Ich habe euch zwei Dichter vorgestellt. Ich habe sie sprechen lassen durch die Texte. Ich habe das Thema euch nahegebracht. Es geht um die Liebe. Und die Liebe, die hier durch den Schmerz aktiviert wird. Aber zwei verschiedene Schmerzarten. Die Schmerzen der Trennung im irdischen Bereich und die Schmerzen, die entstehen durch die Trennung von Gott. Deswegen habe ich hier jetzt auch eine Brücke, die ich euch zeigen möchte. Und diese Brücke bedeutet, hier ist der eine Poet und hier ist der andere Poet. Und wir treffen sie zusammen, indem wir ihre Literatur und Dichtung miteinander, miteinander verbinden. Und zwar über das Herz. Diese Brückenkräfte, die haben es in sich. Wir verbinden Dinge miteinander und es geht in unserem Geist etwas ab. Novalis hat geschrieben,
Die Poesie heilt alle Wunden, die der Verstand geschlagen hat. Und das ist interessant, weil wenn wir intellektuell sind, durch die Wissenschaften, die er studiert hat, müssen wir Analyse betreiben. Wir müssen sehr intensiv, wie dieser Bergbauer, da sehr genau Bescheid wissen über alles, was in der Materie analysiert werden kann. Wenn wir das tun, sind wir mit unserem Verstand zusammen. Und dabei passiert es uns oft, dass wir uns trennen von unserer Fähigkeit, inspirativ zu betrachten, was wir hier gerade analysieren. Aber das gehört in unserem Geist, in unserem Kopf zusammen. Während wir analysieren, gehört es zu uns, dass wir nach innen gehen könnten und sagen können, welche Inspiration kommt in mir hoch, kommt in mich hinein und welche innere Stimme führt mich, um in der Analyse einen Sinn zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das erkennt. Und in der Romantik damals, wie Novalis gelebt hat, ist die Zeit gewesen, wo man so begeistert war, was man alles herausgefunden hat über Astronomie, über all diese wissenschaftlichen Dinge. Und man hat sich sehr intelligent ausgetauscht. Aber deswegen auch, die Poesie heilt alle Wunden, die der Verstand geschlagen hat. Aber man hat sich auch getrennt. Und diese Trennung geht bis heute weiter. In der Wissenschaft heute, in allen Wissenschaften, haben diese immer mehr in den Vordergrund gebracht und haben die Inspiration und die Imagination immer mehr in den Hintergrund gebracht und haben das als esoterischen Unsinn abgetan. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich, weil wir uns da auch von trennen. Novalis hat das erkannt und hat das auch ganz tief verstanden, in seine Verse zu bringen, vor allen Dingen in seine Verse über Christus. Und da möchte ich euch gerne jetzt auch nochmal einen Vers, nicht einen Text, eine Dichtung, sondern ein Gedicht von Novalis vorlesen. Hier sieht man diese ganz hohe Kunst, sich inspirieren zu lassen von einer anderen Ebene her. Ich möchte das jetzt auch so vorlesen, dass das, was ich jetzt hier eben gerade aufgedeckt habe von Novalis, das heißt hier, wenn man echte Gedichte liest und hört, so fühlt man einen inneren Verstand der Natur sich bewegen und schwebt wie der himmlische Leib derselben in ihr und über ihr zugleich. Versuchen wir das mal zu machen. Versuchen wir mal, diesen tiefen Aspekt des Gedichts in der ganzen Größe zu verstehen von Novalis. Was war ich ohne dich gewesen? Was würde ich ohne dich nicht sein? Zu Furcht und Ängsten auserlesen, stand ich in weiter Welt allein. Nichts wüsste ich sicher, was ich liebte. Die Zukunft war ein dunkler Schlund. Und wenn mein Herz sich tief betrübte, wem tat ich meine Sorge kund? Einsam, verzerrt von Lieb und Sehnen, erschien mir nächtlich jeder Tag. Ich folgte nur mit heißen Tränen dem wilden Lauf des Lebens nach. Ich fände Unruhe im Getümmel und hoffnungslosen Gram zu Haus. Wer hielte ohne Freund im Himmel, wer hielte da auf Erden aus? Hat Christus sich mir kundgegeben und bin ich seiner erst gewiss? Wie schnell verzehrt ein lichtes Leben die bodenlose Finsternis. Mit ihm bin ich erst Mensch geworden, das Schicksal wird verklärt durch ihn. Und Indien muss selbst im Norden um den Geliebten fröhlich blühen. Das Leben wird zur Liebesstunde, die ganze Welt spricht Lieb und Lust. Ein heilend Kraut wächst jeder Wunde und frei und voll klopft jede Brust. Für alle seine 1000 Gaben bleib ich sein demutvolles Kind. Gewiss, ihn unter uns zu haben, wenn zwei auch nur versammelt sind.
O geht hinaus auf allen Wegen und holt die Irrenden herein. Streckt jedem eure Hand entgegen und ladet froh sie zu uns ein. Der Himmel ist bei uns auf Erden, im Glauben schauen wir ihn an. Die eines Glaubens mit uns werden, auch denen ist er aufgetan. Ein alter, schwerer Wahn von Sünde war fest an unser Herz gebannt. Wir irrten in der Nacht wie Blinde, von Reue und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Werk schien uns Verbrechen, der Mensch ein Götterfeind zu sein, und schien der Himmel uns zu sprechen, so sprach er nur von Tod und Pein. Das Herz des Lebens reiche Quelle, ein böses Wesen wohnte drin, und ward's in unserem Geiste helle, so war nur Unruh der Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erde die bebenden Gefangenen fest. Furcht vor des Todes Richters Schwerte verschlang der Hoffnung Überrest. Da kam ein Heiland, ein Befreier, ein Menschensohn voll Lieb und Macht und hat ein allbelebendes Feuer in unserem Innern angefacht. Nun sahen wir erst den Himmel offen, als unser altes Vaterland. Wir konnten glauben, nun und hoffen und fühlten uns mit Gott verwandt. Seitdem verschwand bei uns die Sünde und fröhlich wurde jeder Schritt. Man gab zum schönsten Angebinde den Kindern diesen Glauben mit. Durch ihn geheiligt zog das Leben vorüber wie ein seliger Traum. Und ewiger Lieb und Lust ergeben, bemerkte man den Abschied kaum. Noch steht in wunderbarem Glanze der heilige Geliebte hier, gerührt von seinem Dornenkranze und seiner Treue weinen wir. Ein jeder Mensch ist uns willkommen, der seine Hand mit uns ergreift und in sein Herz mit aufgenommen zur Frucht des Paradieses reift. Ich las jetzt gerade aus dem Buch Gesammelte Werke von Novalis. Ein wunderschönes Gedicht. Und ich glaube, man hat das gemerkt, was er meinte. Wenn man echte Gedichte liest und hört, so fühlt man einen inneren Verstand der Natur sich bewegen und schwebt wie der himmlische Leib derselben in ihr und über ihr zugleich. Jetzt sieht man, wie wichtig die Sprache ist. Die Sprache von dem, was Meister Dashan vorhin gesagt hat, von dieser Sprache, die eigentlich etwas ganz anderes ist, als wir denken. Wir denken, wir kommunizieren, wir werfen Informationen hin und her und können uns dann miteinander weiter bewegen. Aber auch das ist eben nicht vollendet. Die Sprache ist an sich die Möglichkeit, Liebe in die Welt zu transportieren über das Wort. Und die Dichtung hat es erkannt, die Dichtung im Menschen, der Mensch in der Dichtung. Und das sind diese Wunderworte, die uns durch das Leben führen könnten, wenn wir uns mit dieser Kunst beschäftigen. Novalis hat sich sein ganzes Leben damit beschäftigt. Er ist an Tuberkulose erkrankt. Das war ein ziemlich langes Leiden, 2-3 Jahre. Und er ist dann an dieser Tuberkulose gestorben. Man muss sich fragen, wie Tuberkulose eigentlich auftritt. Natürlich weiß man das medizinisch alles. Aber es fällt etwas auf, wenn Tuberkulose kommt in großen Epidemien, ist immer irgendwo Krieg. Und hier war Novalis auch mitten im Krieg. Es begann die Französische Revolution, die dreimal im Grunde genommen auftauchte. Und als er so jung war und so voller Energie, da meinte er, man sollte doch in den Krieg ziehen, um all diese Weichlichkeiten, die er da spürte, die aber noch nicht sicher waren, wohin die führten, um all diese Weichlichkeiten zu verändern in Härte und Männlichkeit und so weiter. Und ich glaube, wenn ein Mensch in einem Körper geboren ist und dann plötzlich von einem Moment zum anderen als Engel in einen gewalttätigen Krieger umgewandelt werden sollte, weil er an sich zweifelte, ich glaube, dass jede Zelle, wo Angst zittert, und es geht ja um den Krieg, ja, und das ist so typisch, die Tuberkulose ist eine Epidemie, wo man tiefe Angst bekommt, die die Atmung ändert.
und zu einer tödlichen Erkrankung wurde, gegen die man keinerlei Möglichkeiten hatte anzukommen. Es war ein langes Sichtum meistens bei den Menschen und es ging immer um diese Zerstörung, zunächst mal der Lunge, aber es gab auch nachher Zerstörung in den Knochen und auch überall, man kann überall Tuberkulose bekommen, aber es begann da in den Lungen. Es ging also um diese Fähigkeit, die Liebe zu transportieren, das Christusbewusstsein zu transportieren bei Novalis, der durch diese Transformation des Schmerz gegangen war, weil er seine Geliebte verloren hatte. Nur mal ganz kurz biografisch. Er hat sich da also sehr schnell auch, könnte man sagen, weiterentwickelt. Er blieb also da nicht hängen, sondern er fand eine andere Frau. Er war ein richtiger Mann. Er wollte das auch leben, weil er gemerkt hat, das hat alles was mit Gefühl zu tun. Das hat alles was mit gesundem Leben zu tun. Und so hat er sich dann auch eine neue Frau, sage ich mal, angezaubert. Und die waren dann auch sehr glücklich miteinander. Wie war das eigentlich für ihn, dass die Idee so sich gestaltete, dass er ein Dichter wurde? Es war deshalb so, hier in diesem Buch habe ich das herauskristallisiert, Leben von Friedrich von Hardenberg, Gerhard Schulz, ein sehr gutes Buch. Der das so richtig irdisch auch erklärt, der sagt, Novalis hatte verstanden, dass das Schreiben eine Möglichkeit gibt, die Gedanken tiefer zu verstehen, die man hat, und an diesen Gedanken zu feilen, sie immer mehr herauszukristallisieren als Wahrheitsgut, als Erkenntnisgut und als Bildungsmittel. Und das finde ich ganz wichtig damals, dass er uns das nahegebracht hat, dass wir schreiben lernen, ist ganz, ganz wichtig. Ich meine das jetzt nicht, dass wir Buchstaben schreiben können, sondern dass wir in der Lage sind, auf einem leeren Blatt etwas hinzuschreiben, was vielleicht mit einem Thema zu tun hat, womit wir uns gerade beschäftigen. Aber es könnte auch mal gar kein Thema sein, sondern man könnte einfach mal inspirativ herausfinden, womit befasse ich mich mit meinem tieferen Unterbewusstsein, weiß ich das eigentlich jetzt gerade, wenn ich in der Analyse bin, zum Beispiel eine mathematische Aufgabe zu lösen, weiß ich eigentlich genau, mit was ich mich eigentlich befasse? Und das ist die Frage, warum haben wir das nicht gelernt? Ja, ich glaube, es gibt einen Punkt im Leben, wo wir uns einfach davon verabschieden müssen, dass wir denken, wir bekommen alles beigebracht von außen. Nein, wir kommen an einen Punkt, wo wir uns selbst herauskristallisieren, was wir uns selbst beibringen müssen. Auch hier haben diese zwei Dichter, die ich wie eine Brücke in der Verbindung hier euch präsentiere, haben die beiden das gefunden. Ja? Sandarshan Singh, von dem wir ganz eingangs gehört haben, aus dem Buch Liebe, wohin ich kam, das Konzept meiner Dichtung, hat am Schluss seines Lebens, als er dieses Buch nochmal angeredigiert hat und so weiter, hat er gesagt, ich ändere die Sätze, ich mache einen anderen Satz, den letzten Satz da rein, nicht den Satz, den ich vorher drin hatte. Dieser Satz soll heißen, das Meer des Lichts ist unendlich, es ist das Leben, das so kurz ist. Diesen Satz hat er dann da reingeschrieben und es war 5 Tage vor seinem Tod. Auch beide dieser Dichter haben erkannt, dass das Leben total, total kurz ist. Beide Dichter haben durch die Trennung erfahren, dass sie sich im Dunkeln befinden, wenn sie nicht den Anschluss haben. Und Licht in der Dunkelheit der Nacht, gibt es das? Das ist die Frage. Wenn es wirklich ganz, ganz dunkel ist, gibt es in der Dunkelheit ein Licht? Sandarshan Singh Chimaharaj hat es erfahren. Er hatte eben seine Lehre nicht nur auf der Universität, sondern er hatte seinen großen Lehrer direkt in der Familie. Und dieser große Lehrer, Sankirpa Singh, dieser Gelehrte, ein Guru in Indien, sehr berühmt, der schulte ihn von klein auf an,
dass nicht die äußeren Sinne, wie wir in der westlichen Welt lernen, in die Analyse hinein über das Leid dann vielleicht in eine gefühlsvolle Herzenskraft bis zum Christus hoch kultiviert werden können, dass diese Gefühle ganz woanders zu suchen sind. Und zwar durch die Inversion, das Verlassen der äußeren Tore, der äußeren Sinne. Hier auch kann Novalis bestätigen, dass er das erkannt hat. Er hat erkannt, dass die äußeren Sinne uns zwar herausführen, und Goethe, sein Zeitgenosse, mit dem er sich nicht so ganz gut vertrug, ein Zeitgenosse auch von Schiller, er hatte die Fähigkeit, mit diesen Toren, mit diesen Sinnen die Natur so unglaublich in die Architektur zu bringen, dass daraus diese großartige Poesie entstand, die Goethe uns hinterlassen hat. Novalis kehrte an der Grenze zur Sinnhaftigkeit immer wieder ganz deutlich, klar, bewusst um. Er transformierte den Gang nach innen und erlebte diesen Gang nach innen durch, ich sagte es schon ganz klar, durch den Schmerz auch, der ihn dazu gebracht hat, der herausfliegenden Seele, also seiner Geliebten, die ja weg war, die ja gestorben war, zu folgen. Und dadurch hat er sich auf eine Spur gemacht, die ihn zu Christus führte. Also es gibt Licht in der Dunkelheit der Nacht. Und Sandarshan Singh sagt in seinen Büchern, in einem Buch, das habe ich hier rausgeschrieben, man denke nur an unsere physische Sonne. Sie ist so mächtig, dass sie unser gesamtes Sonnensystem erhält. Man stelle sich nun die Macht der Seele vor, deren Leuchten und Strahlen mit dem Licht von einem Dutzend Sonnen verglichen wurde. Sie ist rein geistig, reine Bewusstheit, reine Freude. Sie ist so leuchtend und rein wie ein Schwan. So, da bin ich jetzt nochmal an einem Punkt, den ich euch gerne vorlese. Schönheit von Ausdruck und Wort wird vom Auge geliebt. Doch, o Freund, erst Herzensblut gibt der Dichtung Leben. Meine Dichtung, die ich als das Rufen der Seele betrachte, ist ein Geschenk der beiden großen spirituellen Persönlichkeiten Hasur Babasaran Singh Ji Maharaj, mein göttlicher Meister, und Sankirpal Singh Ji Maharaj, mein verehrter Vater. Ich habe versucht, der Schuld, in der ich stehe, mit folgenden Worten gerecht zu werden. Mit jedem Atemzug verneige ich mich vor meinem Freund, denn selbst mein Leben hier verdanke ich seiner Gnade. Und weiter heißt es, sollte ich meine Philosophie als Künstler in zwei Worte zusammenfassen, würde ich die beiden Worte Zusammengehörigkeit und Brüderlichkeit wählen. Wenn ich diese Begriffe verwende, habe ich keine Ismen oder Glaubensbekenntnisse im Sinn. Ich beziehe mich auf das eigentliche Grundprinzip der menschlichen Natur, das die Basis und das krönende Juwel des Universums ist, das Prinzip der Liebe. Begreift man die Liebe in vollem Umfang, sieht man, dass sie die ganze Schöpfung umfasst. Ich möchte einige meiner Gedichte zu diesem Thema zitieren. Der berauschende Wein, den du verteilst und Mundschenk, überflutet meines Herzens Kelch. Und nun schließt meine Liebe alle Menschen ein. Umarme jeden Menschen wie deinen Bruder und verströme deine Liebe gleich, wo du bist. Die ganze Schöpfung lernte ich innig lieben. Deine Liebesbotschaft ist mir wahrer Sinn des Lebens. Was macht es, wenn man mich einen Menschen nennt? In Wahrheit bin ich der Liebe in Begriff. Die ganze Welt ist meine Heimat, das Universum ist mein Vaterland. Von Dämmerung zu Dämmerung lass uns von Frieden sprechen und lauschen der Botschaft der Liebe. Die regenschweren Wolken Savans umhüllen die Schenke der Zeit. O Mundschenk, lass den Becher der Liebe kreisen und kreisen und kreisen.
Ich glaube an das Gute in der ganzen Schöpfung und in den Bewohnern dieses wunderschönen Planeten, der in einem sich endlos ausdehnenden Raum kreist. Der Allmächtige arbeitet nicht ohne Plan. Er hat einen bestimmten Grund, als er das Universum erschuf. Darauf beziehen sich die heiligen Schriften. Kwaja Mirda beschrieb ihn folgendermaßen: Um am Schmerz seiner Mitmenschen teilzuhaben, erschuf Gott den Menschen. Er hatte genug Cherubine, um seine Herrlichkeit zu besingen. So, und um diesen Vers herum habe ich mich gewagt, das Buch wieder mal ein bisschen zu bekritzeln und habe hingeschrieben: Mitgefühl, Mitgefühl. Die Buddhisten haben da eine ganz große Arbeit geleistet in den Jahrhunderten, um das zu verstehen, was Mitgefühl ist. Aber hier ist es in zwei Zeilen erklärt. Ich wiederhole: Um am Schmerz seiner Mitmenschen teilzuhaben, erschuf Gott den Menschen. Aha, das müsste man noch ein bisschen weiter verfolgen. Und da hat ein Dr. Mohammed Iqbal noch ein Stück weiter darüber nachgedacht. 1000 Ergebene hat der Herr, Tag und Nacht suchen sie ihn in der Wildnis. Ich aber möchte nur dem ergeben sein, der Gottes Schöpfung liebt. Sandarshan Singh sagt, wir sind alle ein Teil von Gottes Schöpfung und sind letztlich alle eins. Diese Einheit liegt unserem Wesen zugrunde. Wir mögen uns in Farbe, Rasse und Nationalität unterscheiden, doch diese Unterschiede sind das Ergebnis davon, dass wir in verschiedenen geografischen Breiten und in einer anderen Umwelt leben. Wenn wir Schmerz oder Kummer, Freude oder Glück erfahren, wenn wir eine ethische Ordnung spüren oder eine spirituelle Macht, die spontan Ehrerbietung auslöst, sind wir nicht voneinander zu unterscheiden. Ich wünsche mir eine Welt, in der jedes Individuum für seine Einzigartigkeit und Vorzüge geschätzt wird und alle Menschen ein Leben in Würde und Achtung führen. In einer solchen Welt leben wir in Harmonie, in Aufrichtigkeit, Sympathie und gegenseitigem Wohlwollen, getragen von Hoffnung und spirituellem Streben. Das hat doch wirklich sehr viel Tiefe. So, ich bin mal ein bisschen kurz bei euch, schnell. Habt ihr alle soweit folgen können? Vielleicht könnt ihr mir ein kurzes Zeichen geben. Das ist nämlich eine ganz neue Art für mich, Vorträge oder Seminare zu machen. Ich muss ja hier mal in diesen Computer gucken und dann denke ich immer, oh Gott, ist das hier still, ja? Aber jetzt sehe ich, ihr habt alle, einige von euch sagen, ja, schön. Ich freue mich, dass ihr das berührend findet. Das freut mich sehr. Wunderbar. Vielen Dank. Ich habe also jetzt diesen Schritt gewagt, zu erkennen, dass in der Dunkelheit, in der tiefsten Schwärze des Herzens Schmerzen sitzen, aber dass dieses schmerzhafte Gefühl uns aufruft, in die höhere Kraft der Liebe aufzufahren. Dass das unsere Sprache beeinflusst, das ist klar. Das Gegenteil davon ist auch klar. Wenn wir in dem Schmerz Hass und Wut entwickeln und Separation, immer mehr Trennung, entsteht immer mehr Leid. Und was ganz interessant ist, ist, es entsteht eine ganz entsetzliche Art, wie wir mit unserer Sprache umgehen und wie wir diese Dichter verlieren. Die Verbindung zu ihnen verlieren. Warum? Weil die Sprache, Ludwig Wittgenstein sagt das so schön vor 100 Jahren, die Sprache wird verhext. Das gefällt mir immer ganz gut. Ich denke immer viel über das nach. Die Verhexung der Sprache, Ludwig Wittgenstein, ein Philosoph. Die Verhexung der Sprache ist heute ganz da. Die Verhexung der Zahlen ist heute ganz da. 2020 haben wir jeden Tag, wenn wir Nachrichten hören, ein paar Zahlen. Ihr wisst jetzt alle, wovon ich rede. Jeden Tag bekommen wir Zahlen über die Krankheitszustände einer bestimmten Geschichte. Das ist die Verhexung, weil wir wissen eigentlich gar nicht, was wir da für Zahlen haben.
Und was auch interessant ist, wir haben sehr viele Worte, Abkürzungen. Ich nenne jetzt kein Wort, aber ihr wisst alle wahrscheinlich, wovon ich jetzt gerade rede, im August 2020. Wir haben bestimmte Worte, die sind so auf ein tiefes Niveau verkümmert, dass es nur noch Begriffe sind, die aber keinen Inhalt mehr haben, den wir uns irgendwie vorstellen können, weil wir keine Verbindung aus der Vergangenheit in diesen Begriff reinbekommen. Und dementsprechend werden diese Begriffe fremdbesetzt von anderen Energien, die wir überhaupt nicht im Griff haben. Und unser Denken wird auch fremdbesetzt. Und so können wir dann mit der Zeit nicht mehr denken und unser Herz verhärtet sich, weil wir uns verloren fühlen. Das ist natürlich ganz furchtbar und deswegen kommt jetzt auch die Zeit, wo wir uns mit Dichtung befassen. Also ich habe dieses Thema jetzt die letzten Wochen sehr intensiv angeschaut und ich bin selbst überrascht, warum mir das einfiel, Novalis, der im Westen groß wurde, zu einer Zeit, wo die Schönheit in diesen Studien herauskam, in der Analyse dieser verschiedenen Studiengänge, und dann nur durch Leid er dazu kam, sein Christuslicht in sich zu aktivieren. Und dann der Inder hier, Sandarshan Singh, der in dieser indischen Kultur groß wird und von klein auf, mit der Muttermilch kann man sagen, angeregt wird, gewaltlos zu leben, vegetarisch zu leben, selbstverständlich keine Tiere zu essen, zu meditieren, in die inneren Welten den Meistern zu folgen und in den inneren Welten Erfahrungen zu machen, die kein irdischer Mensch machen kann. In dem Buch Eine Träne und ein Stern zeigt er diese Erfahrung, die er in den inneren Welten macht. In einem Rosengarten wähnte ich mich, doch als du aus den Augen ließest mich, erkannte ich nur Dornen, bitten mich. Also wörtlich, als du deine Augen von mir wegdrehtest, erkannte ich, was ich für einen Rosengarten hielt. Das, was ich für einen Rosengarten hielt, war nur ein Bett aus Dornen. Also der Vergleich unserer irdischen Schönheit mit der kosmischen Schönheit in den inneren Welten, wo er sich aufgehalten hat mit seinen Meistern, das bringt er hier dar, das ist nur ein Abglanz oder sogar überhaupt nicht wert. Anders sagt er auch, meiner Wünsche Blut mehr als 1000 Mal schon floss, aber niemand sah, dass ich eine Träne hier vergoss. Wörtlich, das Blut meiner Wünsche ist 1000 Mal vergossen worden, doch keiner hat je eine Träne in meinen Augen gefunden. Das sind die inneren Welten, die inneren Trennungsaspekte, mit denen er arbeitet. Das ist das Brechen des Herzens, von dem wir ganz wenig wissen. Das kehrt sich nämlich in eine Sehnsucht des spirituellen Labsatz um. Geliebter, preis sei dir mein Herz, das brachst du mir. Seines Sprunges süßer Klang war der stille Nachtgesang. Ja, davon haben wir normale Sterbliche eigentlich keine Ahnung. Aber ja, wir könnten uns jetzt auf den Weg machen und das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe hier einen Text gefunden, den ich euch eigentlich auch vorlesen wollte, wie er in diese inneren Welten geht. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das gleich finde. Ich möchte gerne noch etwas weitergehen mit euch. Wenn Meister Darshan oder Sandarshan Singh Chi Maharaj in die inneren Welten folgt, seinen Meistern folgt, dann geht er in diese inneren Universen. Und da schildert er zuerst die Sterne, den Sternenhimmel in seiner inneren Welt, den aufgehenden Mond, die Sonne, die viel, viel unbeschreiblicher scheint als hier die äußere Sonne. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir uns heute astronomisch mal weiterbilden. Wir können so viel sehen. Wir können an die Grenze unseres kleinen Universums schauen. Und da sehen wir ein Sternbild, das heißt das Sternbild Schwan. Das ist ein fliegender Schwan. Und wir können sogar noch weiter astronomisch forschen und sagen, der hellste Stern in diesem Schwanenbild ist am Auge des Schwans, an der Grenze unseres Universums. Und dieser Stern, den habe ich hier fotografieren, also ich habe das hier in die Power-Präsentation gebracht, den gibt's, der ist fotografisch
in unsere Welt hineingekommen. Wir können ihn also fotografisch sichtbar machen. Und er heißt Deneb. In der chinesischen Liebesgeschichte Kuhhirte und Weberin bezeichnet Deneb eine von Elstern gebildete Brücke über die Milchstraße, die es erlaubt, dass getrennte Liebespaare in einer speziellen Nacht im Spätsommer wieder sich vereinen können. In der japanischen Kultur gibt es ein aus dieser Geschichte entstandenes Fest. In anderen Versionen dieser Geschichte ist Deneb eine Fee, die als Anstandsdame dient, wenn sich die Geliebten über diese Brücke treffen. Novalis hat seine Geliebte wieder getroffen und wurde dadurch so enorm inspiriert, diese gewaltigen Hymnen der Nacht zu dichten, aber auch wunderschöne, über 80 Gedichte über den Christusbereich in seinem Herzen. Das ist also schon eine riesen Inspiration gewesen. Ja, ich möchte gerne jetzt diese Melancholie noch mal ein bisschen angucken. Diese Melancholie, die entsteht durch die Trennung. Ich habe euch hier ein Themenblatt gemacht. Das könnt ihr euch alles am Ende des Seminars oder, sage ich mal, wenn ihr das dann noch mal besuchen wollt, runterladen könnt. Ich habe hier ein paar Ansätze gebracht, die euch über diese Dinge noch ein bisschen weiterhelfen. Hier seht ihr diese Ansätze. Das Dichten von Novalis war eine Art Meditation. Und zwar war es eine Art Klangerlebnis über die Sprache. Und dadurch kam er in eine Inspiration, in eine ganz andere Dimension seines geistigen Potenzials. Ein Mensch wie Sandarshan Singh kam durch die Inversion am dritten Auge zu dieser Fähigkeit. Er wurde still, leer und folgte seinem Meister, der ihn umhüllte sozusagen und mit in die höheren Dimensionen nahm. Hier heißt es, wenn wir meditieren, durchlaufen wir den gleichen Prozess, aber wenn wir uns über den Körper erheben, sterben wir nicht, sondern gehen voll bewusst in die höheren Ebenen und begegnen dort der strahlenden Gestalt unseres Meisters. Das beschreibt er in seinen Büchern sehr genau. Mit der Zeit tauchen wir in den Meister ein. Wir werden eins mit ihm. Wenn wir uns danach mit der Gnade des Meisters weiterentwickeln, lernen wir im Schöpfer zu sterben. Aber dieser Tod ist kein Tod, denn wir versinken in die wahre Quelle des Lebens. Wir werden eins mit ihr. Von da an ist man ein Teil des Ozeans der Bewusstheit, des Ozeans all dessen, was war, was ist und was sein wird. Sein Vater Sankirpal Singh hatte seine eigene einzigartige Weise, spirituelle Wahrheiten auszudrücken. Er sagte, dass sich die Welt heute viel mit Lebensversicherungen befasst, aber diese Lebensversicherung, für die sich die Welt einsetzt, ist eigentlich nur eine Versicherung für den Tod. Wenn man eine wirkliche Lebensversicherung eingehen will, muss man zu einem Satguru, zu einem heiligen Gottmenschen gehen. Er allein kann den Weg lehren, sich über den Körper zu erheben und eins mit dem Unendlichen zu werden. Sehr schön. Es geht alles um Liebe, es geht alles um Trennung und deswegen möchte ich jetzt gerne noch mit der Geschichte der Trennung enden und zwar im positiven Sinne, dass wir angeregt werden, die Dinge zu verstehen. Ich habe jetzt gerade noch mal schnell geguckt, ob da noch jemand was sagt. Da sagen einige was über die Verhexung. Ne? Könnt ihr alle auch die anderen Kommentare lesen? Wäre schön, wenn ihr mir antwortet. Ja.
Evi sagt, ich soll mich groß machen, weiß aber nicht, wie das macht. Rückblenden. Gut. Ist gelungen. Die Geschichte der Trennung. Aus dem großartigen Buch Die Quelle aller Liebe, Sandarshan Singh. Leben, Dichtung und Lehren von Heiligen und Mystikern. Ein Buch, was ich euch sehr empfehlen kann. Hier heißt es auf Seite 201. Diese Geschichte der Trennung begann vor Billionen und Trillionen von Jahren. Ursprünglich war Gott ein Ozean der Allbewusstheit, vollkommen in sich selbst alleins. Es gab keine Trennung, keine Tränen. Aber dann wollte er viele werden und so kam die ganze Schöpfung ins Sein. So nahmen die Seelen den menschlichen Körper an. Sobald eine Seele den Körper verließ, wurde sie in jenen Uranfängen wieder eins mit Gott. So begann die Geschichte der Trennung. Damals war die Trennung noch nicht so intensiv, nicht so stark, noch nicht so schmerzlich, weil sie nur kurz war. Jetzt aber dauert sie schon Trillionen und Abertrillionen von Jahren. Sie wurde sehr schmerzlich. Maulana Rumi beschreibt den Zustand sehr treffend. Wie Weinen den Wolken gleicht, so gleicht die Sehnsucht der Hitze der Sonne. Wie die Sonnenhitze den Regen verursacht, der die Welt erhält, so sind rastloses Sehnen und Trennung des Liebenden vom Geliebten wie ein Feuer, das Ströme der Gnade und des Erbarmens aus Gott hervorbrechen lässt, sind wie der Regen, der aus den Wolken strömt und die Herzen der Ergebenen tröstet. Tränen in den Augen und Schmerzen im Herzen bilden die beiden Säulen, zwischen denen wir hindurch müssen, um nach innen zu gehen. Hört nur, wie Guru Nanak gelitten hat. O Gott, als sie mich weinen hörte, begann die ganze Welt zu weinen. Bäume und Vögel weinen, aber das Gefühl der Trennung in mir weinte nicht. Deshalb bin ich noch von dir getrennt. Unglaublich, dieser Text, da muss man tief nachdenken. Also die Welt hat Schmerzen, aber der Schmerz führt zu einer Offenbarung, wer wir eigentlich sind. Ein sehr schönes Buch, Wunderworte von Novalis durch das Jahr. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Was haben wir denn heute? Heute ist der 28. August. In manchen älteren Schriften klopft ein geheimnisvoller Pulsschlag und bezeichnet die Berührungsstelle mit der unsichtbaren Welt. Ein Lebendigwerden. Goethe soll der Liturg dieser Physik, dieser Naturbetrachtung werden. Er versteht vollkommen den Dienst im Tempel. Interessanter Spruch dieses Jahr, also diesen Tag. Wir können jeden Tag immer schauen, was Novalis da sagt. Das war sehr schön und passt immer. Und hier sagen wir, was Sandarshan Singh am 28. August sagt. Ihr seht, Bücher sind doch wirklich große Freunde. Hier hat er aufgeführt, was Sankirpal, sein Lehrer, gesagt hat, der ihn in die höchsten Ebenen bis nach Satchkhand und darüber hinaus geführt hat. Das kann man nachlesen. Sankirpal Singh Ji Maharaj. Der Weg zur Vollkommenheit besteht mehr darin, ihn zu gehen, als über ihn zu reden. Alle sind auf dem Weg zur Vervollkommnung und es ist nicht klug, andere zu tadeln. Und morgen am 29. Solange wir in der Welt leben, häufen wir alle Karma an. Schlechtes Karma müssen wir abdienen. Doch auch bei gutem Karma müssen wir zurückkehren und dessen Früchte ernten. Krishna sagt, dass schlechtes Karma eiserne Ketten sind, die uns an diese Welt binden. Doch er betont, dass auch gutes Karma Ketten gleicht, wenn auch goldenen, weil wir auch für gute Taten deren Belohnung ernten. Sandra Chinder Singh Ji Maharaj, das ist der Sohn von Sandarshan Singh.
So, nun eine kurze Frage an euch alle. Okay, möchte jemand irgendwas noch fragen? Ich möchte noch mal kurz sagen, Novalis, Darshan, eine Brücke, die Brücke über die Liebe, die Brücke auch angetrieben durch die zwei Pfeiler, Schmerzen. Aber die Schmerzen, die Sandarshan Singh als Heiliger von klein auf an erlebt hat, waren die Schmerzen, die entstanden durch Getrenntsein von Gott. Und die Schmerzen, die dieser großartige Dichter entwickelt hat, waren die Schmerzen, die entstanden durch die Trennung von einer Eva, die er ausgewählt hat. Er hatte das große Glück, dass diese Schmerzen so groß wurden, dass er sich über den Tod hinaus dann in eine höchste Fähigkeit aufschwang, Dichtung zu erfahren. Ja, ich würde auch euch raten, guckt euch mal ein bisschen durch. Die Literaturliste habe ich hier drin. Ich hoffe, dass ihr das alles abrufen könnt. Ich sorge dafür, dass ihr das alle abrufen könnt. Man muss das übrigens nicht alles gleich lesen, aber man hat wenigstens das Gefühl, man weiß, dass es diese Bücher gibt. Und manche Bücher sprechen einen einfach an. Ja, ich glaube, ich habe euch da ein bisschen angestrengt. Ich möchte aber noch was ganz Irdisches von Herrn Scholz noch sagen. Das ist dieser Autor, der so wunderschön geschrieben hat, so praktisch über ihn. Novalis sagt am 6. Juni dieses Bekenntnis zur Lust am Schmerz. Abends hatte ich im Garten eine süße, heitere, höchst lebhafte Erinnerungsstunde. Wer den Schmerz flieht, will nicht mehr lieben. Der Liebende muss die Lücke ewig fühlen, die Wunde stets offen erhalten. Gott erhalte mir immer diesen unbeschreiblichen, lieben Schmerz. Die wehmütige Erinnerung, diese mutige Sehnsucht, den männlichen Entschluss und den felsenfesten Glauben. Ohne meine Sophia bin ich gar nichts, mit ihr alles. Okay, das war's. Ihr seht, ihr habt mit dem Schmerz etwas verstanden. Wir dürfen den nicht vermeiden, sondern wir müssen dran arbeiten. Und die Sprache wird uns helfen, das zu machen. Novalis hatte keinen spirituellen Lehrer, sondern Novalis fand Christus. Und die Christussonne hat ihn dann in diese Fähigkeit gebracht, auch keine Angst vorm Tod zu haben. Sein Ziel war, Sophia zu finden. Und er spürte, dass das alles einen tiefen Sinn macht, diesen Schmerz auszuhalten und einen tiefen Sinn macht, zu lieben. Deshalb habe ich diese zwei gebracht. Er hatte keinen spirituellen Lehrer. Er ist durch die Schmerzen der irdischen Liebe durchgegangen, hat sich transformiert und hat dann Christus auf dem Weg gefunden. Und Sandarshan Singh hatte von Anfang an großartige Lehrer. Sein Vater war einer der berühmtesten Lehrer. Der Großvater, beziehungsweise all diese Leute da um ihn herum, waren spirituelle Lehrer. Und nur sie waren in der Lage, ihn nach innen zu nehmen und in die höchsten Ebenen zu führen. Ja. So, jetzt noch eine Frage an euch. Gibt es irgendwas, was ihr gerne noch mit mir ansprechen möchtet über das Thema? Ich glaube auch, ihr könnt mich jetzt alle sehen. Ich habe mich jetzt sozusagen groß geschaltet. Diese Frage, durch welchen Baum sind die zwei Dichter wiedergespiegelt,
es ist schwierig jetzt für die anderen, die da nichts mit zu tun haben. Da gehe ich dann persönlich mal auf dich ein. Sehr schön. Ich glaube, ihr seid soweit auch bereit, dieses Konzept mal angenommen zu haben, dass zwei Dichter aus zwei verschiedenen Ebenen kommen und doch in der Mitte sich treffen durch den Schmerz und die Liebe, durch die Fähigkeit, die Sehnsucht in eine höhere Ebene zu bringen. Ich glaube, das ist bei euch angekommen. Jetzt schreiben immer noch ein paar, das warte ich jetzt wirklich noch in Ruhe ab, weil manchmal ergeben sich auch Dinge noch ganz, ganz toll daraus. Ja. Vielen Dank, das ist Dorcas Zielke. Vielen Dank. Vielen Dank, Ute Maria. Sie kennt sich aus mit Poesie, sie dichtet selbst wunderschöne Gedichte. Das ist der Lebensbaum, den ihr hier hinter mir seht. Ein Ausschnitt von einem Zweig, die Überwindung. Die Überwindung des Egos, die Überwindung der Begrenzung. Ja, das mit der Spende, das ist einfach nur, wenn ihr das wollt, könnt ihr an Wissenschaft der Spiritualität mit Stichwort Literaturspiegel, das wird dann an Dashan Akademie gebracht. Manche Leute sagen, sie möchten einfach gerne etwas Gutes dazu beitragen, die können das gerne machen, weil die Literaturspiegel möchte ich gerne kostenlos anbieten. Ich bin ein Freund der Bücher. Ich bin ein Freund der Literatur. Ich selbst schreibe ja Bücher, wie ihr wisst. Ich versuche auch, die Natur zu betrachten. Und das habe ich früher gemacht mit den Bäumen und den Pflanzen. Und da kommt man tatsächlich, der Geist in den Bäumen spricht, zeigt das in diese Poesie, die auch Goethe dann weitergegeben hat. Man wird einfach poetisch beim Anblick der Schönheit der Natur. Aber ich denke auch, man wird noch viel poetischer bei der Ansicht der inneren Welten, bei dem meditativen Erfahrungsgut, die Meditation als Hilfe, Dinge zu erfahren, die man sonst überhaupt nicht erfährt aus der Natur, hat einen ganz großen Reiz. Außerdem gesundet man, ja, man gesundet ja immer wieder, man repariert sich sozusagen, weil was wir nicht verstanden haben, ist, dass unser physischer Leib nur ein Gerinnungsfaktor ist von unserem astral, kausal, suprakausalkörper, das muss man sich jetzt innen vorstellen, und der erst aufgesucht werden kann, wenn die 10 Tore, wir haben 10 Tore, ernst genommen werden und die 9 Tore verschlossen werden, sodass wir in das 10. Tor aufsteigen können. Und das bringen uns spirituelle Lehrer bei. Es müssen wahre Lehrer sein, die das Wandern in den inneren Räumen für allgemein gut erklären. Jeder darf das machen, aber unter Führung eines spirituellen Lehrers, die Öffnung des Auges, des 3. Auges erreicht und dann in der Meditation geführt wird. Das ist natürlich nicht von 0 auf 100, sondern das geht gezielt durch jahrelange Übung. Die Buddhisten erklären das auch sehr gut. Gezielt durch Meditation täglich. Gerinnungsvorgang, sehr elegant. Das weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Aha. Vertrauen kann den Schmerz zulassen und ihn als Teil des Lebens akzeptieren. Ja, ich denke mal, das Beste ist eigentlich immer, wenn man als Frau geboren hat, weil die Geburt ist der Schmerz und dann die Überwindung, boing, und dann ist es da. Ne? Also die Geburt ist ja das beste Beispiel dafür, aber da sterben auch ganz viele Leute. Wir müssen wissen, vor hunderten Jahren, zur Zeit Novalis, das ist nicht lange her, das ist mal gerade 200 Jahre her, da starben die Leute wie die Fliegen nach der Geburt oder während der Geburt oder vor der Geburt. Das waren damals Dinge, die nahm man einfach hin. Man bekam ein Kind nach dem anderen, manche 10, so wie die Mutter auch von Novalis 11.
Und die Kinder starben. Das war eine sehr große Schmerzhaftigkeit, die sich da entwickelt hat. Und erst seit Semmelweis, also vor 100 Jahren, hat man erkannt, dass die Hygiene das Wichtigste überhaupt ist. Aber eins müssen wir heute erkennen. Hygiene ist nicht nur körperlich, physisch, sondern Hygiene ist emotional und mental und spirituell. Und das sind ganz andere Dimensionen, die wir jetzt angehen müssen mit der Hygiene. Das manische Händewaschen, fast wie eine Geisteskrankheit, das geht um die ganze Welt. Das hat sich eigentlich jetzt ein bisschen selbst abgeschossen. Denn am Ende haben wir ja alle unsere Hände mit der Chemikalie verändert. Es geht um die Hygiene in anderen Dimensionen. Um die gefühlsmäßige, die Liebe, die Verbindung über die Sprache, über die Kunst. Und genau das passiert ja jetzt gerade. Wir werden praktisch ohne Kunst weitererzogen, in Hygienemaßnahmen, die vollkommen geisteskrank sich entwickeln. Und wir müssen den Sprung machen in die mentalen und emotionalen Hygienemaßnahmen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir müssen ja die Hoffnung immer aufrechterhalten. Das ist ja das ganz Wichtige. Ja. Ich danke euch auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr das so positiv aufgenommen habt. Das war wieder mal ein Experiment meinerseits, um diese Zeit, in der wir uns sehr getrennt fühlen, teilweise auch sehr deprimiert sind und hoffnungslos, uns vielleicht wieder ein gutes Buch nehmen, diese Nachrichtenverhexung mit Zahlen und Informationen über Worte, die wir alle gar nicht kennen, also Begriffe, die wir auch teilweise überhaupt nicht abrufen können, dass wir das einfach mal schließen und sagen aus und uns mal ein sehr gutes Buch vornehmen. Übrigens, das Seminar kann man ja auch nochmal abrufen, wenn man will. Wenn man hier angemeldet ist, dann kann man sich das nochmal abrufen. Und ich denke, ihr dürft auch da eure Unterlagen alle, wenn ihr die wollt. Die Literaturliste habe ich noch nicht drin, aber in den nächsten Tagen ist die Liste drin, wahrscheinlich morgen Abend ist die Liste drin. Da könnt ihr das alles abrufen, ja? Es ist also nicht verloren. Ihr könnt das Ganze auch nochmal in Ruhe anhören, wenn ihr wollt. Ja, schön. Ich bin froh. Ich sehe hier ein paar, die noch nie das Seminar bei mir mitgemacht haben, die sich aber irgendwo daran gewagt haben, mal sich inspirieren zu lassen. Freut mich, vielen, vielen Dank, Raphael, vielen Dank, Lucia, sehr schön. Gibt dir wieder neue Impulse, über den Schmerz nachzudenken. Ah ja, und Eva sagt, die Dokumente sind in circa 10 Minuten downzuladen, außer der Literaturliste, die liefere ich nach. Die habe ich bis eine halbe Stunde vorher durch Claudia noch vervollständigt. Deshalb ist die noch nicht drin. Ich bin bis zum Schluss immer der Meinung, nicht zu viele Bücher, aber doch die besseren, die einen da weiterbringen, ja? Ihr seid immer noch da, das ist interessant. Ihr wollt gerne noch mir sagen, danke. Ja, Evi macht ganz viel, meine Schwester Eva. Die ist wirklich fleißig immer am Arbeiten. Man kann sagen, fast um die Uhr. Und ja, schön. Vielen Dank, Franziska. Schön, 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 dass du einfach da bist, dabei bist, trotz deiner sehr anstrengenden beruflichen Situation. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin glücklich, dass ich das machen konnte. Ich habe mir immer so eine Grenze gesetzt, dann möchte ich ein Seminar machen oder einen Vortrag machen und dann habe ich den Druck und dann bin ich auch ziemlich nervös am Anfang. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich da euch nicht sehe, ich kann euch nicht riechen, ich kann euch nicht hören. Das ist heftig, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und deswegen bin ich natürlich unheimlich froh, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Es sind auch manchmal viele Knöpfe, die man dann irgendwie bedienen muss. 1 Stunde 19 Minuten. Vielen herzlichen Dank. Lasst euch inspirieren durch Novalis, Friedrich von Harrenberg, Sandar Schanzing und all den anderen sehr, sehr großen Dichtern, die es gibt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes
Wochenende.